Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Minecraft Shattered World. So, jetzt sind wieder ein paar Tage für mich vergangen. Ich würde sagen, erstmal unser Essen. Schieben wir uns mal schon mal hier so Spaghetti and Meatballs in den Rachen. Ja, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an den Streetiger und an die Helami. Einfach, dass sie mir so ein kleines Fresspaket zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss jetzt echt mal schauen, dass ich langsam mal damit zurechtkomme. Habe auch schon hier angefangen, gut was zusammenzuzüchten. Also Bohnen habe ich jetzt hier schon, Lettuce, Celery, Barley, Sweet Potato, Tomaten, Baker verlässt den Server. Das Feed können wir aber mal hier rüber tun. Also ich bin schon gut dabei am Züchten. Dann Questbuch, da hat sich währenddessen noch was erledigt. Hier drei Stück einmal. Kochen will gelernt sein, habe ich mal vorbereitet. Kriegen wir nochmal Spaghetti und Meatballs, eine Iron Hand Rake und Plum Siblings. Die eigene Burgerkette, der Tomaten und Lettuce haben wir. Kriegen wir Kirschen und ein bisschen Käse. Und. Boah, ist das laut. Machen wir mal leiser. Und Milch machen Männer munter. Kriegen wir nochmal ein bisschen Butter und ein Starfruit Sapling. Zwei Stück sogar. Ja. Ah. Und dann hier unten bei der Großwildjagd. Ich hatte so ein komisches Event. Die Poopjagd oder sowas. Ja, kriegen wir ein paar Eimer und Goldnuggets. Haben oder nicht haben. So, das Futterzeug, da tun wir mal hier rein. Die Saplings können wir hier rein klatschen. Ist nichts Neues für uns. Und die Nuggets können wir mal hier hinhauen. Machen wir mal so, dann können wir wieder... einmal so und so. Na, so. Hauen wir da rein, dann machen wir daraus mal kurz die Goldbarren. Schauen wir mal hier, der Geist in der Maschine. Können wir heute irgendwas Gutes da weitermachen? Das Universaltalent, ein Aloysmelter. Crawlton ist kein Thema. Boah, ich hasse es. Ich muss echt mal die Tasse anbinden. Das mache ich, glaube ich, jetzt endlich mal nach der Folge. Basic Coil, Aluminium, Iron Bars. Machen wir doch mal. So. Ich bin gerade überlegen. 2, 4, 6. 8. Moment. Jetzt will ich mal schauen, wie das genau war. Basic. 1, 1. Und wir kriegen aus einem 2 raus. Also brauchen wir 4 nur. So. Dann einmal hier auf den Duster. Wobei... Geht das eigentlich hier nicht schneller? Ah, teilen wir mal schon auf. Ja, ich meine, viel schneller geht das zwar jetzt auch nicht, aber naja. Ja, wir hatten gerade eben schon so ein kleines Serverproblemchen. Moin. Der Server möchte mal kurz. Nee, hab keinen Bock mehr. Server müde, Server schlafen. Wow. Na? Ah. Aber naja, das hat der liebe Baker und der Olli haben das schon wieder super hingekriegt. Erstmal dafür ein riesengroßes Dankeschön. Wo wollte ich jetzt hin? Ah ja, Ofen. Eine Charcoal. So. Alloy Smelter, was brauchen wir alles? Wir brauchen 4 Eisen, 3 Furnace, die können wir schnell machen, und ein Cauldron. Iron Bars hatten wir ja noch irgendwo. Hier, genau. Und ich brauche auch was Cleanstone, wie ich das gerade so sehe. Oder habe ich hier noch was? Hier habe ich noch ein paar Stone Bricks. Können wir die können irgendwie den Chisel austricksen? Sieht mir nicht aus. Ne. Mist. Furnace oder so habe ich auch nicht mehr. Ne, schade. Ne. Hilft nix. Dann, machen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich habe auch in der Zwischenzeit... Oh,
Es geht endlich. Inventory Scanning. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet hier mit Farmcraft. Ich habe ordentlich gescannt. Oh, es tut gut. Ja, das freut mich, dass das jetzt mal geht. So. 3, 4, 5. Wir brauchen ein wenig Aluminium. Dann können wir schon mindestens mal hier die Basic Coil fertig machen. Boah, das hat ein bisschen laut auf meinen Ohren. Dann macht das bei mir mal leiser. Wo ist es? Hier. Schon besser. Das haben wir. Wir brauchen dann den Machine Chassis. Haben wir. Ja, die Öfen brauchen wir. Einen Kauldrohn. Ups. Na, haben wir. Können wir noch was in der Zwischenzeit vorbereiten? Boah, wenn wir 6 Darkseal machen, kriegen wir eine Basic Capacitor Bank, eine gefüllte. Electrical Steel. Boah, das ist mit Derium Blend. Ich höre mal gerade so ein bisschen durch. Eine Aura Note, ja. Tesseract Frame. Ja, wir schauen einfach mal. Hologramm, Staub der Sterne. Ja, gut, da dauert noch ein bisschen. Zauber für Blume, die Geister, die ich rief, ist ja Frontcraft, genau. Muss man mal schauen, das ist wieder Gold. Wow. Ja, Farmcraft will ich auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Ah ja, ich habe einen Greatwood Tree gefällt. Brauchen wir noch einen Silverwood? Ja, wird auf jeden Fall lustig, was wir hier alles machen müssen. Ja, hier kommen wir ja noch nicht so ganz weiter wegen dem Mana Spreader. Da brauchen wir noch hier so ein Faumium. Das Alpenhorn, Horn of the Wild, könnten wir dann eigentlich schon machen. Ah, ne, lass mal lieber. So. Machen wir gerade so. Wie viele kriegen wir damit raus? 2. Ja gut, wir könnten jetzt den eigentlich mitnehmen. Mach ich auch. Du. Danke. Weil ganz ehrlich, wir sparen uns ja dadurch... Was war das gerade? Wir sparen uns ja einiges an Kohle. Herr Leusmelter. Der Geist in der Maschine. Claim Reward. Ja, Pulsating Iron und Redstone Alloy. Und ich würde sagen, Tschabam! Machen wir mal 8 Charcoal rein. Mal so eine Frage, Capacitor. Können wir da irgendwie schon ein Double Layer machen? Können. Muss ich mal schauen. Würde sich aber halt schon für den Stirling Generator anbieten. So, wir könnten jetzt in der Zwischenzeit Electrical Steel. Silicon haben wir ja. Hier so 6 Stück. Machen wir doch mal hier ein bisschen Electrical Steel. Füllt sich noch auf, sehr schön. Hier ist nicht mehr. Ja, hier ist es gleich an voll. 6, 5, 4, 3, 2, 0. So, da bekommen wir Pulsating Crystals. Ich würde aber noch sagen, lass noch eine Sawmill machen, weil wir bekommen dadurch dann eindeutig mehr Eisen raus. Eisen, wow. Ich hoffe, die Eisenspitzhacke, wir bekommen aus einer Eisenspitzhacke Eisen raus, ja, das stimmt.
Was ich aber sagen wollte, wir bekommen dann aus der Spitzhacke ein bisschen mehr. Spitzhacke. Aus der Sommel ein bisschen mehr Holz raus, meine Güte. Das heißt, wir brauchen zwei Copper Gears. Zweimal, zwei Gears aus David Copperfield. Boah Gott, war das scheiße. Am wenigsten sehe ich jetzt auch langsam ein. Nee, das kann da rein. Zack. Gold kann da rein. Maschinelles war hier, da tue ich auch mal das Pulsating Iron rein. Hier die Blöcke. Werkzeug war hier, genau. Können wir noch was machen? Refinery. Für eine bessere Energieversorgung brauchen wir eine Maschine, die hochwertigen Treibstoff herstellt. Direkt vom Öl, das wir irgendwo finden, in Benzin um. Diamond Dust und Heat Conducting Plate Raw. Okay. Wir sollen noch eine letzte Energy Cell machen. Wie viel kostet die? Lass dann auch lieber mal hier noch was weitermachen. Ja, Dummheit schafft 3 Raum. Ein Automatic Sieve und eine Automatic Camera. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Invar brauchen. Baker ist raus, okay. Hier haben wir noch Elektrum, das können wir mitnehmen. Das werden wir gleich brauchen. Flup, flup. Hier machen wir dann aus. Das kommt da rein. Sommel. Machine Frame Augment, das heißt, wir brauchen Tin Nuggets. Was war das noch? Ein Gold Ingot, okay. Also einmal so. Und so. Na, gehst du darüber? Danke. Dann, was war das noch? Iron Frames, wir brauchen jetzt die Pipe Wires und die Iron Plates. Die Iron Plates haben wir. Pipe Wires müssen wir neue machen. Mal schauen, ob ich das aus dem FF platzieren kann. Alter, habe ich. Das geht aber bestimmt überall so, oder? Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün. Wow. Dann nehme ich zurück. Ich bin halt einfach noch ein Profi. Hier bitte Gelächter einfügen. Nehmen wir das Clear Glass. Machine Frame. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Holzplanken. Redstone Reception Coil. Und eine Iron Pick. Wie komme ich dann noch auf Pickaxe? Eine Speed. Ich lasse das einfach. Das gibt gerade keinen. Eine Iron Axe. So. Das. Sommel. Nächste Maschine. So, und wenn wir jetzt hier mal so ein Stack Oakwood nehmen und das da reinpacken. Wir bekommen aus einem Holz 6 Planken raus. Ja, das wird so gut. Gut. Stimmt, wir waren noch bei dem Automatic Hammer und Sieve dran. Invar ist fertig. Das können wir dann jetzt mal ausgießen lassen. Also heute bin ich richtig produktiv. Fast vergessen. Ich habe noch etwas da, wo ihr mich heute flamen könnt vielleicht. Aber Papadoshi muss heute nochmal ein bisschen Spielverderber spielen. Und zwar wurde ich vom Grambosch angewiesen, gebeten, nennen wir es mal bedroht, schon fast zu sagen. Nee, also der hat mich mal gebeten, den Street und mich. Viele von euch, die hier auf dem Server drauf spielen,
kommen ja auf die Idee, im Nether oder in der Mining World eine Mobfarm zu bauen. Lass das bitte sein. Es bringt einfach nur den Server hart zum Laggen. Auch ich weiß, im Nether und so weiter, in der Mining World glaube ich auch, funktionieren die Limitierungen nicht wirklich. Aber nutzt es bitte nicht aus, ihr verliert anderen wirklich durch diesen Lags den Spielspaß. Es wird jetzt geschaut, dass man eine Community-Mobfarm aufbaut, wo man auch wirklich über die inneren Länder dahin kommt. Und ich glaube, das wird mehr als reichen. Ich glaube nicht, dass jeder so ein großes Ego braucht und eine eigene Mobfarm. Eine eigene Mobfarm braucht. Achso, jetzt habe ich hier noch gießen. Bäh. Ja gut. Habe ich ganz vergessen. Nee, aber ich bitte euch wirklich, lasst das dann sein. Eine einzige Mobfarm auf dem Server wird ja wohl reichen. Und ich schätze mal, so wie ich hier die Spezialisten kenne, die daran werkeln, die wird auch dann super funktionieren und auch wirklich alle zur Verfügung stehen. Und ich habe auch eben noch im Forum gelesen, die jetzigen Mobfarmen, baut die ab, ansonsten werden sie einfach gelöscht. Und ich glaube, das Werkzeug, also die Rohstoffe, wollt ihr dann schon wieder haben. Also noch einmal, lasst es sein mit den Mobfarmen. In eurer eigenen Dimension könnt ihr, so wie ich das mitbekommen habe, eine aufbauen. Aber baut das nicht irgendwie im Nether oder so auf. Verkauft die Leute nicht für dumm. Das bringt das einfach nicht. Einzige, was ihr damit bringt, der Server einen Haufen Lags. Euch ein paar Items, herzlichen Glückwunsch, aber andere nehmt ihr dadurch auch viel Spielspaß. Musst du mal ganz kurz raus. So. In der Zwischenzeit habe ich das auch schon mal geschafft. Invar zu gießen und, naja. In den Invar Nuggets kommen jetzt noch ran. So, mit schnell meinen Tee ausgetrunken. Können wir den Hammer schon bauen? Oh Gott, wieder ein Pisten. Habe ich noch Sand? Sand oder Glas? Glas oder Sand? Glas habe ich hier. Herzlichen Glückwunsch, ich habe Glas. So, ein Redstone. Was ich auch noch ganz lustig fand, wir schreiben ja, also hier die Leute vom Server hier und so. Ich glaube auch nur, die Leute schauen bei mir zu. Wenn nicht, schreibt doch mal in die Kommentare. Dann würde es mich echt mal interessieren, wer da so noch bei mir zuschaut. Und der nicht auf dem Server ist. Was ich mal wissen wollte. Brauche ich einen Moment. Brauche ich eine Toolwood oder eine Toughwood? Eine Toolwood. Nee, was ich aber ganz cool fand. Wir schreiben ja so in Discord ein bisschen und auf einmal lese ich dann nur so von der lieben Helami. Jetzt habe ich nichts Falsches gesagt. War das Tochter oder so? Ihr Kind auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe, Helami. Ich weiß, du schaust auch bei mir zu, aber Mann. Ich habe echt so ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Ne, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Die meinte da so, Dosch ist eine Maus. Und ich stand jetzt mal so nur, wenn ich hier so sitze und so ein bisschen mitlese. Warte mal, wie darf ich das denn jetzt verstehen? Also da war ich so einen Moment zu lang. Ah, Limited Resources, 1 von 6 Thieves. Habe ich irgendwo noch Brennstoff? Hier haben wir was Piet, da kann man verbrennen. 2011? Ne, 20.011 war 2011 Politik. Boah. Konnten wir mit dem Sword noch was Gutes machen? Particle Board? Ne, aber das fand ich so ganz cool, dass sie selbst die Kinder von der irgendwie habe ich gerade den Faden verloren. Ah, der Baggermann LP. Nee, aber was ich sagen wollte, ich fand das so ganz cool, dass die Kinder von der Helami auch so zuschauen. Wenn du zuschaust, kannst du ja mal deine kurzen Grüßen von mir. Und wenn die auch zuschauen, hallo Kurze. So, wir aber. Electrical Steel. Steel, das hier habt ihr doch nicht mehr alle.
BB. BB Plus. Oh, circa 3 Sekunden. Kann ich die Kabel jetzt nicht schmelzen? Das ist jetzt ein Witz. Smelting. Redstone Furnace. Wow. Eine Platestone. Das ist jetzt ein kleiner Witz, oder? Ich habe meinen Ofen gemacht. Ist das eigentlich gewollt, dass man im Alloy-Smelter kein Kobbel schmelzen kann? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie noch so einen Fehler gefunden habe. Würde mich nicht wundern. Oder dann noch nicht. Getting Upgrade war doch die zweite Spitzhacke, oder? Na? Construct a better pickaxe, genau. Ja gut, dann. Ach, hier haben wir noch Fuel drin. Dann machen wir noch ein bisschen Cleanstone. Ja, hier, das Feld muss ich auch nochmal richtig aufbauen mit den ganzen Sachen, die ich brauche. Also Soja noch. Ich bezweifle, dass ich Karotten, Kartoffeln und Melonen brauche. Aber naja. Da war der Servo. Wir können ihn mal hier jetzt vielleicht scannen. Jawoll. Und dann mal hier rüber. Scribing Tools, Amber, Quicksilver Drop, Formonomicon, Entropy Shard, Air Shard, Fire Shard, Water Shard, Earth Shard, Order Shard, Research, Glass Vial, Greatwood Setting, Paper, Greatwood Dog, sehr schön. Oh ja, da hat sich doch schon super was angesammelt. Ich würde sagen, wir machen das einmal ganz kurz den Hammerer fertig. Na, habe ich schon Cleanstone. Die machen wir ganz kurz fertig. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich weiß auch schon, womit. Habe ich gerade was Lust drauf. Oder haben wir hier noch Living Wood? Ja, 3. Mist. Floral Fertilizer haben wir noch. Ich würde sogar mal schauen, dass wir dann in der nächsten Folge echt mal weitermachen mit nicht hiermit. Muss ich mich immer noch einlesen. Hier mit L vom Crafto. Ja, magisches Metall und so weiter müssen wir langsam weitermachen. Explosives Licht. Es wird einfach mal Zeit, dass wir mit Farmcraft ein bisschen weitermachen. Da werde ich so onscreen ein paar Research machen. Kannst du bitte? Hey, hallo. Uhu. Hey. Machst du bitte? Bin gerade überlegen. Theoretisch gesehen könnte ich doch einfach hier irgendwie so das Zeug dran stellen und wir bekommen Living Work. Muss ich gleich mal schauen, ob das geht. Oh, da kommt es doch schon. Zack, zack, zack. Danke für lebender Stein. So. Wir haben schon vor mir der Partikel-Limit hat gefehlt. Flop, flop. Dramatic Servo. Wood. Iron Toolbots. Wo ist jetzt das Problem? Also. Der Problem liegt da drin. Liegt nicht in dem, was ist, sondern in dem, was daraus kommt. So. Hammerer.
6 Invar, ein Anvil und eine Weighted Pressure Plate. Die Pressure Plate. Oh, warte mal, wir brauchen für den... Scheiße. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ja gut, dann machen wir den heute gleich mal weiter. Ich lasse die Eisenblöcke aber schon mal schmelzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.